Wernigerode is een pittoreske stad met een gezellige altstad, mooi stadhuis, authentieke vakwerkhuizen, een sprookjesachtig kasteel en een prachtige ligging aan het Hartsgebergte. Wernigerode is het perfecte startpunt voor avonturen in de natuur. Ga op ontdekking met de iconische stoomtrein of stap in je eigen auto om op pad te gaan. Echte avonturiers zorgen ervoor dat ze in ieder geval stoppen bij Hartsdrenaline. Ik ben Stefan Berke. Und bin Gründer der Firma Hartsdrenaline, mit meinem Bruder zusammen einer der Geschäftsführer. Wir sind hier an der Rappode Talsperre, einer der größten Staumauern Deutschlands. Mitten in der Natur, mit einem gigantischen Bauwerk, also Technik und Natur verbunden. Und das ist, was die Leute suchen. Wir haben einmal die große Hängebrücke, die immer noch einer der längsten der Welt ist. Dann haben wir die Mega-Zipline, auch eine der längsten Seilrutschen-Ziplines Europas. Wir haben das Wallrunning, das Staumauer runterlaufen wie James Bond. Und welche Attraktion hier eigentlich am speziellsten ist, das ist der Gigaswing. Der Gigaswing unter der Brücke ist eine wirkliche Hausnummer. Da kann man sich mal austesten. Selbst ich als Betreiber muss das nicht jeden Tag haben. Man kann bei uns den ganzen Tag verbringen. Wenn man sich das gut plant mit den Terminen, hat man von frühs bis abends Action. Man kann dann natürlich auch noch bei über uns ein Komplettprogramm buchen mit Grillen und Floßfahren und dann noch alles in allem. Ist das ein perfektes Rundumangebot, was wir bieten können? Ja, ich kann jedem nur empfehlen, mal hier vorbeizuschauen. Und wer Bock hat, durchzudrehen oder auch ganz geschillt durch den Harz zu gehen, ist hier grundsätzlich im Harz gut bedient und wird sehen, dass hier sehr gastfreundliche Menschen auch sind. Auch die Wirtshäuser drumherum, die Hotels, das ist schon, wir sind zwar ein eigenes Bergvolk, aber nett und fair. Maar niet alleen Hartsdrenaline is een bezoek waard. Maak ook zeker een stop bij Hartskolerij Stembberghaus. Een bijzondere plek waar nog op traditionele wijze houtskool wordt gemaakt door onze local. Mijn naam is Immo Feldmar. Ik woon hier am Stembberghaus und arbeite hier auch am Stembberghaus. Nach alter Technik produzieren wir hier im Jahr so circa 40 Tonnen Buchenholzkohle. Und ich habe das von meinem Vater gelernt. Ja, wir sind ein Familienbetrieb. Dazu gehört auch noch unsere Gastronomie, eine Köhlerhütte, wo unsere Gäste bewirtet werden. Das einzige Köhlereimuseum von Deutschland, wo die Gäste sich anschauen können, wie die Holzkohle damals im Harz hergestellt wurde und wie die Köhler gelebt haben. Geschichtlich wurde hier die Holzkohle schon vor über 1000 Jahren hergestellt, hier im gesamten Harz. Also die Holzkohle war sehr wichtig für die Region. Um eine Tonne schmiedbares Eisen zu gewinnen aus Eisenerz, dafür benötigte man 3 Tonnen Holzkohle. Hier direkt am Stembberghaus gibt es natürlich in der Umgebung viele, viele Wanderwege. Zum Beispiel der Harzer Hexenstieg. Ja, das ist ein Wanderweg, der einmal über den gesamten Harz führt, 97 Kilometer lang. Und ein Teil von diesem Harzer Hexenstieg hier, von hier bis zum nächsten Ort, ist auch der Köhlerweg. Da sieht man alte Meilerstellen. Also holländische Gäste empfehle ich natürlich auch, den Harz zu besuchen, ja, weil es ein sehr schönes Gebirge, eine sehr schöne Landschaft ist. Und speziell das Stembberghaus liegt mitten im Harz. Wir haben hier ringsrum viel noch zu sehen und zu erleben. Wil je nog meer zien van deze regio? Maak dan zeker een stop in Halberstad. Deze plek werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen, waardoor bijna 90% van de stad verwoest is. Hierdoor is er een verrassende mix van traditionele vakwerkhuizen en moderne gebouwen uit de DDR ontstaan. Deze contrasten beleef je het beste tijdens een wandeling door het centrum.